So, meine Lieben, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mist. Und wir haben jetzt ja schon echt kranke Sachen erfahren. Diese beiden Brüder in den Büchern sind nicht ganz ohne. Aber was wir jetzt machen müssen, ist, damit wir diesen Schatz finden, von dem ich sprach, alle Schalter auf ein und den Ampir auf aus. So war das, ne? Oder war alle auf aus und dann auf ein? Ich weiß nicht mehr. So, wir schalten mal alle ein. Wir machen alle mal runter. Alle runter machen. Alle Schalter runter machen. Runter. Und den Ampir sollen wir auf ein machen. Aber das machen wir gleich erst. Jetzt machen wir erstmal hier alle Schalter runter. Hier ist noch einer. So, hier ist noch einer. Hier drüben ist auch noch einer. So. Und dann ist hier am Häuschen ja auch noch einer. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hier drüben ist auch noch einer. Und dann noch den Ampir, ne? Okay. Und den Ampir müssen wir auf einschalten. So war es gedacht. Und dann sollte sich ja irgendwas hier passieren wahrscheinlich. Hm? Auf ein. Hm. Das ist jetzt gar nichts. Das ist nochmal das Buch. Oder war es alle auf? Alle auf ein und den auf aus. Das kann auch sein. Warte, machen wir das nochmal. So rum? Ich weiß das gar nicht mehr. Also alle auf ein. Kann das sein, dass es so war? Kann natürlich auch sein. Ist jetzt nochmal. So. Ein. Das kann natürlich auch sein, dass es die Richtung war. Ich weiß es nicht mehr. Ein. So war das nicht. Es war doch alles aus, ne? Den Ampir auf einen. Aber das ist doch der Pier da, oder bin ich blöd? Das war doch der Pier. Gut, wir testen es mal. So, jetzt zu dem da und den auf ausstellen oder was? War die da oben auch ausgemacht? Nee, nur noch schnell. Auch aus. Nein, Quatsch. Der soll auf 1 sein. Mann, was machst du denn da? Der soll auf 1 sein. Und wir stellen den hier unten noch aus, ne? Genau, warum war das? Gut. Okay, was ist das? Eine weiße Seite. Na toll. Aber es ist kein Schatz jetzt. Hm. Na gut. Die nächste Option ist ja dann nur, dass wir das Muster eingeben, was wir bekommen haben. 158. Aber wie sieht das aus? War hier im Bücherregal drin. War das letzte verbrannte, ne? Da ist man 58 schon aufgeschlagen. Das ist ja perfekt. Hat er wahrscheinlich automatisch gemacht, wenn man mich blättern muss. So. Das habe ich fotografiert. Das suchen wir jetzt raus hier. Fotos. Da. So. Jetzt ab zum Kamin. Das war hier hinten. Rückwärts und hier den Knopf drücken. So. Jetzt können wir hier die Muster eingeben. Okay, fangen wir an. Okay. Ne? Nee. So. Jetzt fangen wir an. Also, wir müssen den drücken.
Den drücken, den drücken. Den drücken. Den. 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 Den, den, den. So. Dann brauchen wir hier noch einen. Und hier machen wir ein Achter-Kombo. Und hier ist noch einer. Gut. Okay, hier ist eine blaue Seite. Und eine rote Seite. Und hier ist das grüne Buch. Ich glaube, beim grünen Buch kommen wir in noch eine Welt. Und können bestimmt irgendwas machen da. Wenn ich vorstelle, dass gleich verbannt wird, oder? Wir drücken mal das grüne Buch. The devil are you? Huh? Don't come into Dunny, not yet. Oh, I have many questions for you, my friend, as you no doubt have for me. Where should I begin? Okay. Perhaps my story is in order. My name is Atrus. I feel you've met my sons, Cirrus and Akinar, in the red and blue books on Mist Island in my library. Many books that linked me to fantastic places. It's an art I learned from my father many years ago. Oh, but the red and blue books, those were different. I wrote those books to entrap over-greedy explorers that might stumble upon my island of mist. But I had okay. No idea my own sons would be entrapped. My sons, Cirrus and Akinar, we had many journeys together. I gave them free rein to the books. I could see the greed growing in them. I had not told them about the red and blue books. Their imaginations went wild. They dreamed of riches and power. Of course, they did not know the books were traps. They begged for access to those books, and of course, I denied them. Oh, they devised a plan. An evil plan. I had no idea to what extent their greed had progressed. They used their own mother, oh, my dear Catherine, to lure me here to Dunny. Of course, I could return to Mist, except they removed a single page from my Mist linking book. I cannot return without that page. You, my friend, can bring that page to me. Okay, er will auch eine Seite haben. I pray you believe my story above the lies that my sons have told you. If you could find it in yourself to return that page to me here in Dunny, I could go to Mist and bring justice to my sons for what they've done. I must return to my writing. I pray that you believe me. Please hurry. Bring the page. Bring the page with you. Wir haben die Seite, ja. Ja. Ah, da können wir reingehen, okay. Ich glaube, es ist die Seite, die weiß, die wir gerade gefunden haben. Anders könnte ich mir nicht mehr vorstellen. Did you bring the page? Da. Ja, das Buch vermisst. You've done the right thing. I have a difficult choice to make. Na? My sons have betrayed me. I know what I must do. I shall return shortly. Okay. Können wir was machen hier? Da kann ich nicht reinklicken, okay. Hat er mich jetzt hier festgesetzt, der Sack? Wahrscheinlich, ne? Jetzt bin ich hier drin. Ich kann ja auch nicht raus. Oh, da ist er da.
Hmm. It is done. I have many questions for you, my friend, but my writing cannot wait. I fear that my long delay may have already had a catastrophic impact on the world in which my wife, Catherine, is now being held hostage. Oh, and a reward. I'm sorry, but all I have to offer you is the library on the Island of Mist and the books that are contained there. Mm-hmm. Feel free to explore at your leisure. I hope you find your exploration satisfying. You'll no longer have my sons to deal with. Oh, and one more thing. I'm fighting a foe much greater than my sons could ever imagine. At some point in the future, I may find it necessary to request your assistance. Until that point, I'm afraid you'll enjoy the explorations from my library on Mist. Thank you. Okay. The book. You can use the Mist Linking book to return to Mist. Okay. Wir zurückreisen. Was hat er mit seinen Söhnen gemacht? Umgebracht? Hat er die Bücher verbrannt, in denen die feststecken? Kann ich die rote und die blaue Seite immer noch rausholen? Nein, okay, er hat sie wirklich verbrannt. Die Bücher sind weg. Gut. Aber ich glaube, mehr kann ich ja nicht machen, oder? Nee, Bodenseiten sind weg. Ja, das war's denn, ne? Genau. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen bei diesem Spiel. Also ich glaube, mehr kann man hier nicht machen. Das war's. Kann ich jetzt mit dem Boot hier zurückreisen? Abhauen? Anscheinend nicht. Aber mehr passiert ja auch nicht. Gut. Ja, ich danke euch fürs Zuschauen. Wirklich cooles Spiel. Wäre natürlich cool, wenn sie davon die nächsten Teile auch noch rausbringen. Auch so als Remake. Was auch für die Augen ist. Ja. Und wenn es euch gefallen hat, lasst mir ein Abo da. Liked es. Haut auf die Glocke danach. Dann freut ihr euch, wenn was Neues kommt. Vielen Dank fürs Zuschauen. Und bis dahin. Ja, tschüss.